Ich habe den Johann Georg Elser bei mir zu Hause kennengelernt. Mein Vater hat ihn sehr oft eingeladen zu musizieren. Georg Elser hat im hiesigen Ziederclub mitgewirkt, wo mein Vater auch war. Er hat, wenn der Concordia-Chor, das ist der Gesangverein Concordia, irgendeine Aufführung hatte, dann hat sowohl mein Vater als auch der Johann Georg Elser da mitgewirkt, instrumental. Und das sieht man ja auf dem Bild da drüben, sind ja alle abgebildet. Und da habe ich auch schon, ich habe schon Geige gespielt und da habe ich auch mitgewirkt. Er kam also sehr oft und sehr viel zu uns ins Haus. Und von diesem Kennenlernen kann ich eigentlich nur sagen, dass Georg Elser ein sehr netter Mann war, sehr aufschlussreich und er hat vor allen Dingen auch war sehr hilfsbereit. Ich erinnere mich, wir hatten einen kaputten Stuhl, den hat er wieder richtig hergestellt. Und wenn Sie ihn jetzt beschreiben müssten, so was Sie für ein Bild noch aus der Zeit so vor Augen haben, wie würden Sie denn diesen Elser beschreiben? Wie hat er ausgesehen? Wie ist er aufgetreten? Er war sehr bescheiden, also ein dunkles Haar hat er gehabt und war sehr nett, war eigentlich auch lustig, muss ich sagen. Also politisch hatte ich keine Ahnung, was er da alles betrieben hat. Aber ich glaube, damals war das auch noch nicht so. Aber es ist ja zumindest so, man kennt ja so ungefähr am Ort diejenigen, die sich besonders hervortun, die bei HJ-Abenden besonders auftreten oder bei irgendwelchen Kundgebungen und so weiter. Da hatten Sie doch zumindest eine Ahnung, wie der Georg Elser da einzusortieren war. Ja? Eben nicht. Ich wusste, mein Vater war auch nicht bei der Partei. Nicht? Und ich war eben beim Jungvolk damals, wie alle Junge. Das war schön und da war man begeistert. Aber von Georg Elser wusste ich nichts, dass er irgendwie bei irgendeiner Partei war. Nachher habe ich erfahren, dass er irgendeine kommunistischen Fraktion immer wieder, ja, er war nicht Mitglied, aber er hat die, sagen wir mal, unterstützt, wollen wir mal so sagen.